Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Remind. Ja, Abenteuerübersicht. Ah, okay. Inhaltsfolge haben wir das DLC Remind gestartet, haben unseren Spielstand, den wir nach dem finalen Boss hier angelegt haben, geladen, wo wir irgendwie schon alles haben aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, wie habe ich das gemacht damals. Das heißt, ich müsste ja schon den finalen, den optionalen Boss und so weiter alles schon erledigt haben und so. Also, wie habe ich das gemacht? Damals. Ich weiß es gar nicht. Aber irgendwie habe ich schon alles. Also, ja, keine Ahnung. Wie auch immer ich das gemacht habe. Schon so lange her. So, jedenfalls, wir haben in den letzten Folgen noch ein paar Cutscenes gesehen, die jetzt so ein bisschen zu zusammengefasst haben, was nochmal in der Kingdom Hearts Serie passiert ist, was so 90% von all dem waren, was ich schon wusste. Und ja, da müssen wir mal noch abholen, ne? Ja, es gab nur eine neue Szene, das war mit dem Meister aller Meister, welcher mit den jungen Xehanort geredet hat, und alles andere waren jetzt so Sachen, die wir uns so zusammenreimen konnten. Wir sind mit Sora in der letzten Welt übrigens. Wir müssen Kairi zurückholen und wir können zurück in die Vergangenheit, so wie ich das jetzt verstanden habe, aber wir dürfen die Geschehnisse nicht wirklich verändern. Also ja, mal schauen, wie sich das jetzt hier abspielen wird. Bin mal gespannt. Wir haben noch gar kein Gameplay und so gehabt. War jetzt kein Untertitel. The heart you have now. It already existed during that time. It went back into that past earlier. Nothing can change that fact. The place where you'll return is the tear in the fabric of time that was created. Warum wurde Zeitreisen eingefügt in Kingdom Hearts? Als ob die Serie nicht schon kompliziert genug war. Too far from the true power of waking. You'll enter and pass through the hearts of the guardians until you reach Kairi's heart. Every emotion that each of the guardians felt. Sadness. Anxiety, you're not him. Fear, huh? Kindness, now let our friend everything go. They saw, and everything that they felt then, you'll clear a way through it, traverse across their hearts, and dive ever deeper inside. I can't be sure what's waiting for you at the end, or what you'll actually be able to do. But by following the connection of hearts, you'll come to discover a greater truth. One that's sure to help you. One of you will be torn heart from body. But in this flow of time in the past, you'll only have up until the moment you left for this place. So you'll have to find and restore Kairi's heart before then. That's all the advice I can give you. Beyond that, I can only say, may your heart be your guiding key. Oh. This is Ven's heart. Stimmt ja, wir haben ja da schon Ben! Die Vergangenheit geändert, ne? Ben! Zu dem Zeitpunkt. Lass ihn in Ruhe. What? So, hat er gerade gesagt, es ist zu rein und ein reines Herz zuweil unvorsichtig. Who are you? Die Dunkelheit. Darkness. Vanitas? Oh, du Flop von einem optionalen Boss. Ich habe eine Ultima-Klinge. Was sagst du jetzt?
Okay, ich glaube Level 50 war schon gut genug. Okay, wir kämpfen einfach mal eiskalt gegen den optionalen Boss hier, den wir schon besiegen mussten damals. Geh weg. Komm, bist du. Ja, komm her. Oh nein, das wollte ich eigentlich nicht machen. Wohl vielleicht. Oh Gott. Komm her. Das wollte ich nicht machen. Ich muss das hier machen. Okay. Stimmt. Na, zu spät. Komm her. Boah, ich komme hier noch nicht klar. Komm her. Nein. Hey, geblieben. Ich hab doch geblockt. Hey, der ist immer schneller als ich, ein ganz kleines bisschen. Komm her. Komm her. Er ist ja nie erfahren. So, jetzt mache ich dich fertig, pass auf. Ja, ich kann auch so fliegen wie du. Ja, diesmal. So. So, jetzt mache ich dich fertig, komm her. Finale! Sehr schön. Okay. War jetzt aber auch nicht zu schwer. Also wir sind so stark wie im finalen Kampf damals. Wir dürfen nicht zu stark sein. Ah, gut gemacht. Nice safe, Goofy. Ah ja, und jetzt kommt Donald, genau. Donald, heroisches Opfer. Er ist der wahre Held von Kingdom Hearts. Ich merke gerade, ich habe gar nicht einen Ordner auf, um zu gucken, ob meine Aufnahme überhaupt läuft. Is this Aqua's heart? Ven's heart was so peaceful. But this is fear. This can't be real. Huh? Pull it together, Sora.
We haven't lost them. They still have their hearts. But we have to protect them. Right. We stand together. Mickey, Kairi, Goofy, watch the others. No, we should all get to safety while we still can. It's too late for that. Wir sehen jetzt eigentlich immer noch die ganzen Ereignisse von damals, ne? Ah, an den Kampf erinnere ich mich noch. Also ich erinnere mich eigentlich noch alles, ja, im Schwertfriedhof. Da ist ja ganz interessante Zeug passiert. So, this is the fear and despair that Aqua feels. And now, I feel it too. Ist das damals so passiert? Ich nehme an, ja, ne? Da kämpfen wir, ja. In Aquanaut. Mehr oder weniger. Wahrscheinlich einer der besten Kämpfe im Spiel damals. Gott. Oh Gott. Ist das jetzt 1:1 der gleiche Kampf? Nee, ne? Natürlich mit bester Musik, ne? Ne, diesmal nicht. Diesmal fahre ich nicht drauf ein. Na, komm her. Kein Problem. Oh, ich treff dich. Boom. Kann die Wutform mal bitte weggehen? Vielleicht ein bisschen Overkill, dass ich hier mit der Ultima-Klinge rumlaufe. Aber was soll's. Nein, setz nicht das Piratenschiff ein. Gott. Habe ich ja. Ist ein bisschen Overkill, aber was soll's. Naja. Weil gegen sie haben wir ja schon mal gekämpft, also. Nicht einfach geil. Und weg. Okay. Nicht so, als wäre ein neuer Kampf, den haben wir ja schon mal gehabt. Ja, und dann hat sich Rico ja geopfert, ne? Und dann haben wir die Zeit zurückgedreht irgendwie, ne? Das hat doch passiert damals.
Also haben wir jetzt hier mehr oder weniger nur so ein Boss-Marathon oder was geht jetzt ja los irgendwie? Terra! Ven! Terra, we found you! Terra, please say you're in there. What gives, Aqua? I know that you're not him. Now let our friend go! Did I pass through the tear? Oh. Oh, guck mal, wer da ist. Sora? Naminé? What are you doing here? Have you lost yourself like I did? Well, it's a long story. But tell me, why haven't you returned to Kairi's heart yet? He is their 13th. Today is the day you all lose. What? Before you even face the 13. Every last one of you will be torn heart. Wir schauen uns jetzt nicht noch mal diese Cutscene an, oder? Leute. Ich meine, ich gucke mir zwar gerne Cutscenes von Kingdom Hearts an, aber Dankeschön. I'm still not able to. But I'm calling out to Terra's heart and I brought him here. Terra? No. Terra's heart is too steeped in darkness. Instead, I've brought out Terra's most personal and powerful thoughts. This is Terra's sadness, anger, lament. Terra's thoughts? We're not gonna lose to you. Das war, wenn wir die Zeit zurückgedreht haben, irgendwie. Who are you? Got you, Xehanort. Terra? This is impossible. How I've waited for this moment. Zeigen die uns jetzt echt so diese Cutscenes noch mal so im Sinne von, habt ihr vergessen, was da noch mal passiert ist? Ja, wir frischen eure Erinnerungen noch mal auf. Wie remind you, versteht ihr? Deswegen heißt das jetzt hier remind. Master Xehanort resides within you. You're a threat to Aqua and Ven. How noble. You would give your life for theirs? You must be removed from existence. At all costs. Meine Tanks gehen aufeinander los.
Kamine, can you call out to Terra? No, his rage is too strong. He won't respond to me. No matter who gets hurt, it's bad for Terra. Either way, you have to leave. Go to the world of ocean and sky. And you? I got this. Jetzt haben wir mehr oder weniger drei Terras, ja. Be gone! Travel to different times too, you know. Yeah. Did you think you were the only one with that power? You dare. Was? Terra! Ah, ja. Ach ja, stimmt, ja. Da ist ja nur noch die Rüstung. Seeing that you have also taken the forbidden path, you too must be ready to make the ultimate sacrifice. Na, du bist unser Gegner. Terra Nord. Doch, ich bin da. Sogar mit Dismiss im Hintergrund. Das ist meine Lieblingslieder. Einfach zurück zum Absender. Da, das bin ich getroffen. Aber ja. Ah. Und den ganzen Angriff aus Birth by Sleep. Mehr oder weniger. Weil den Kingdom Hearts 3 Stil. Hey. Aus dem Weg. Ach, mich doch. Weil irgendwie nehme ich voll wenig Scham, wenn meine AP drunten sind, ey. Ja, Ultima Kling ist aber halt viel zu stark, also. Ich mache meinen normalen Schlüssel hier raus. Vielleicht. Und die Kämpfe hier viel zu einfach. Auch keine Ultima Klinge für euch. Die habe ich alle schon mal besiegt zu irgendeinem Zeitpunkt in der Serie. Na au. So. Lock doch, lock doch. Na, ich bin auf. Das gibt's halt nicht. Ey. So, zurück zum Absender. Sehr gut. Right
Ah, damit treffe ich irgendwie im Hamsockel. Der war geil. Oh, hier geht's gleich weiter. Ich bin lange, hat der eigentlich drauf? Das gibt's jetzt nicht, ey. So, zurück am Absender. So, komm her. Nein, schon wieder zu hoch. Oh, damit finde ich dich jetzt. Ja, pass auf. Das wird. Diese Kämpfe hätten im Originalspiel dabei sein sollen. Komm schon, die hätten so gut gepasst. Schon wieder gefangen, ey. Darkness awaits you. Oh nee. Okay. Also reisen wir. Okay. Okay. Was? Einfach so. Geschichte, da ist ein Ausrufezeichen. Glossar. Noch Charaktere, sehr Nord, also noch Brava, ne? Und der Meister, der Meister. Ja, finde ich gut, dass man hier speichern kann, dann kann ich wenigstens hier noch so. Dunkles Inferno, wo ist das andere Dunkel? Das habe ich noch nicht erledigt, ne? Wie kann ich denn dann schon das Ding hier komplett haben, wenn ich Dings noch nicht freigeschaltet habe anscheinend. Ja, verstehe ich nicht. Dunkles Inferno. Wo ist Dunkles Inferno? Ich habe da hier schon alles voll. Ja. Ich hatte schon alles erledigt mit Level 53. So. Okay, so, ich möchte mal kurz hier gucken, was nehme ich denn hier? Oh, ist hier auf dem Boden anzugreifen? Nein, ich hätte gerne das hier, womit ich auf den Gegner zustürmen kann. Das ist immer gut. Da eine Multifokus-Fertigkeit hinzu, die keinen Fokus kostet. Brauche ich nicht, brauche ich auch nicht. Warum ich so ein Mist hier auf ein weiteres Fenster aus, während du blockst. Hat er ein Ziel hoch über dir zu treffen? Ja. In einer dreifachen Schlagserie ein. Gut, dann kann ich euch speichern, ne? Und ich nehme an, ich speichere jetzt mal auf neuen Dingen, ne? Einfach so zur Sicherheit. Und ja, dann spielen wir mal weiter, ne? Gut, für den Fall, dass ich hier, warte mal, kann ich jetzt eigentlich nur für den Fall, dass ich hier, warte mal, ich muss noch mein Dings abholen, ja, weil ich voll brauchen werde. Sterntreue, ja, werde ich auf Screen mal hochleveln wie im letzten Part. Ah. Ja, gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter mit Reminder und gucken, wie es hier weitergeht. Wir tun jetzt eigentlich nur zurück in die Vergangenheit reisen, um irgendwie noch mal gegen ein Gebösewicht hier zu kämpfen, ne?
weiß nicht, das ist irgendwie random, aber okay, meinetwegen, warum nicht. So, für den Fall, dass hier irgendwann optionale Bosse noch auf mich warten, so wie in Kingdom Hearts 2 mit den wie heißt die nochmal, Data Organisation 13, dann kann ich ja immer wieder noch meinen Spielstand laden, wo ich Level 99 war, falls sie zu schwer sind oder so. Und ja, dann muss ich mich halt noch mal hier durchprügeln. Und ja, also in dem Sinne scheint das hier noch relativ machbar zu sein, ne, vom Level her. Ja, würde ich jetzt sagen. Gut, dann sage ich, ich beende Part hier. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.